Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Stream auf meinem Kanal. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen wollte ich euch mal zwei Spiele gestern aus der Bundesliga zeigen oder vielleicht doch drei Spiele. Mal gucken, wie viel Zeit wir haben, die ich verloren und gewonnen habe. Also besonders schlechte Spiele, die ich gewonnen habe und besonders gute Spiele, die ich verloren habe. Und fangen wir mal an. Das erste Spiel habe ich in der berühmten Mittelhand-Situation verloren. Ich habe ein Pik-Spiel gehabt. Und zwar die beiden roten Buben. Pik Ass, König 8 und 9. Kreuz Ass 10, 8. Und Herz 10, Karo 10, Karo 8. Das waren meine 12 Karten in Mittelhand. Und wir sehen hier eine Gewinnprognose von einem Peak-Spiel von 90,2%. Ich hatte gedrückt Peak 10 und ich hatte gedrückt Herz 10 und Karo 10. So, jetzt ist die Gewinnprognose beim Peak-Spiel noch 88,4%. Und ich hatte aber nicht den Hauch einer Chance, dieses Spiel zu gewinnen, weil hinter mir standen fünf Trümpfe dagegen. Und der hatte nur ein Kreuz, sodass ich Kreuz 10 Abstich bekommen habe und natürlich noch zwei, also einen weiteren Kreuzstich und einen Karostich abgegeben habe. Das Spiel ging folgendermaßen los. Es kam Herz König raus. Ich habe mit Pik König gestochen. Dann habe ich Herz Bube gespielt. Es kam, also hinten kam übrigens Herz Lusche, ne? Dann habe ich Herz Bube gespielt. Es kam Pik Bube, Herz Ass Ladung. Jetzt kam Kreuz Dame, Kreuz Lusche. Ich habe Kreuz Ass rausgenommen. Habe dann Kreuz 10 nachgespielt. Die wurde gestochen. Und dann wurde Karo gespielt. Es kam Karo Ass. Dann kam Kreuz. Dann kam, was kam denn da rein? Ich glaube, Herz 10 kam rein. Ja, und dann hat er noch zwei Trumpfstiche gemacht mit Trumpf 10 und dem Pik Buben. Und ja, wie gesagt, ich habe am Ende, ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht habe ich 50 gekriegt bei dem Spiel, wenn überhaupt. Ich glaube eher nicht. So, dann, das Spiel hatte ich verloren gestern in der zweiten Bundesliga. Und dann zeige ich euch mal ein Spiel, was ich gewonnen habe, was viel schlechter war. Und zwar auch in Mittelhand. Also die Trümpfe waren stärker, die ich hatte. Und zwar, ja, Trumpf hatte ich die drei alten. Trumpf 10, König 8. Beikarte war allerdings richtig schlecht. Ich hatte einmal 10 Dame, dann hatte ich gehabt König Dame und noch eine, genau, nee, 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 wartet mal, ich hatte die 10 und den König gedrückt. Genau. So, ja, dieses Spiel als Kreuzspiel in Mittelhand, wir gucken uns mal diese Wahrscheinlichkeit an. 68,3%. Das habe ich gewonnen. Ich habe gedrückt Pik 10 und Herz König und habe. Ich hatte ein Bild weniger. Ich hatte hier noch eine Lusche. Also ich hatte eine blanke Dame, wo ich die 10 gedrückt habe, Lusche Dame, wo ich nichts von gedrückt hatte und Lusche König, wo ich den König gedrückt habe. Ja, so. Und da habe ich den Kreuz gespielt, also so. Und den habe ich gewonnen. Und zwar relativ souverän. Da habe ich, glaube ich, über 70 gekriegt bei dem Spiel. Und ja, noch geht es nicht los. Dann zeige ich euch noch ein Spiel. Das war ein 0. Na, 0 kann man natürlich immer. Ich muss erstmal.
alle Karten nochmal wegnehmen. Ich muss überlegen. Ja, Herz hatte ich. Dame 9, 7. Karo hatte ich 8, 10, Bube. In Kreuz hatte ich 7, 8, Ass. Und in Pik muss ich mal überlegen. Ich hätte Kreuz Ass gedrückt und Karo Bube gedrückt. Sieben, zehn Bube. So, das waren meine Karten. Null. Ja, wir sind schon am Tisch. Mal wieder mit Hazy Maisy. So, ich pass mal. Passe. Ich zeige euch mal kurz den Null. So sah 18. der aus. Passe. 65% Gewinnwahrscheinlichkeit. Gedrückt hatte ich übrigens Kreuz Ass und Karo Bube. Ja. Wie sieht jetzt die Gewinnwahrscheinlichkeit aus für den 0? 79%. Karo. Ja, den habe ich gewonnen. Obwohl Karo 9 auf der linken Seite blank stand, habe ich diesen 0 gewonnen. So, 14. Ah, okay, er wirft Kreuz ab. Achtunddreißig, 42, 53. Siebenundfünfzig. 59. Ja, schade. Achtzehn. So, dann begrüße ich Passe. Passe. TJ, Hulk, Eisvogel, Guido Muschkowitz. Schön, dass ihr da Herz. seid. Sechs und 31 sind 37. Hallo Sarah. Was kannst du denn gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer sind. 99 Teilnehmer. Oh, das ist auf jeden Fall nicht wenig. Du klingst etwas heiser. Nein, du, ich habe heute ganz viel gestreamt. Und irgendwie. Ja, habe ich auch Schnupfen. Ich weiß nicht woher. Ja, wahrscheinlich vom Skat, ne? Wir haben ja wieder mehrere Leute getroffen beim Skat. Ich glaube, ich hätte hier jetzt mal was reintun müssen. Ach, Pik 10 sitzt da. Naja, na gut, da komme ich nicht drauf. Was wollte ich denn sagen? Wie, ja, 18? ich habe heute schon Ja. viele Stunden Passe. gestreamt. Passe. Ich gucke mal gerade, wie viele Stunden ich heute schon gestreamt habe. Google Herz. meinen Kanal ansehen. Live. So, einmal habe ich 4 Stunden gestreamt. Dann habe ich noch mal 3 Stunden gestreamt. 4, 7, 8, 9 Stunden habe ich heute schon gestreamt.
Und ich habe die falsche Maus. Stelle ich gerade fest, als ich das Klicken gehört habe. Ich habe die Clash of Clans Maus. 18? Ja. 20? Passe. Passe. Peak. 7 gedrückt. Das muss Karo rauskommen, ey. Es ist. Elf. 18. Hallo Felix. Hallo Rebecca Seidel. Hallo Ronny Brandt. Oh nein. Oh nein, Leute. 4 Trümpfe gegen. Es ist überhaupt keine Chance hier. Der 2-Trümpfer sticht mir den 54 ohne 4 verloren. Erstes Spiel, ey. Meine Güte, 18. ey. Das geht ja gut los. Passe. Passe. Kreuz. Genau so wollte ich natürlich das Turnier nicht starten. Wenn der 4 Trümpfer gestochen hätte, wäre überhaupt kein Problem gewesen, ne? Aber es sticht genau der 2 Trümpfer. Ist das ärgerlich. Wenn die Trümpfe 3-3 gewesen wären, wäre auch kein Problem gewesen. Achtzehn? Ja. 20? Ja. 22? Passe. Wenn ich den ersten gestochen hätte, Passe. na, dann hätte er mir Trumpf abziehen können. Das wäre auch scheiße gewesen. Wenn ich den ersten Karo steche, steche ich ins Leere. Spiele ich Trumpf, komme in die Mitte. Jetzt Karo. kommen noch mal Karo. Wahrscheinlich. Ja, es wäre, hätte ich genauso verloren. Ja, wenn er mit dreien hat, kriegen wir sowieso keinen Trumpfstich. Ein 6-Trümpfer mit dreien ohne Pik. Sieht sehr nach Schneider aus. Wieso ist eigentlich der Chat ausgestellt? Passe. Passe. 18. Karo.
18? Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Passe. Ja, Buben sind hier bei meiner Karte Mangelware. Ich hoffe, das ändert sich noch. Kreuz. Bei 33 sollte ich vielleicht Herr Pik ausspielen. Acht. Achtzehn? Passe. Passe. Oh, jetzt sind 100 Teilnehmer. Wie geht denn das? 100 geht doch gar nicht durch 3. Das verstehe ich nicht. Wie können das 100 Teilnehmer sein? Sehr merkwürdig. Herz. Passe. 18. Hallo, Herr Keil. Danke für die Good Blood Wünsche. Ja. 20. Was, ich brauche keine Buben? Je weniger Buben, desto besser. Dann gewinnst du ohne Vieren. Dann hast du mehr Punkte, richtig, ja. 18? Nur dummerweise sind die Spiele ohne Vieren halt auch immer risikoreich, ne?
Passe. Peak. Das Skat war ja mal scheiße. Passe. Passe. 18. Hallo Private Joker Gaming. Grand. Hallo und Good Blood, Dankeschön. Für die Good Blood Wünsche. Ja, also Private Joker Gaming, den Namen habe ich noch nicht häufig, also wenn überhaupt, das erste Mal gelesen. Also ich kann dazu nur sagen, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und ihn regelmäßig schaut, dann würde ich euch bitten, ein kostenloses Abo dazulassen. Euch kostet es nichts, mir bringt es halt mehr Reichweite. Ich meine, letztendlich ist die Reichweite auch egal, weil ich habe ja keine Produktplatzierung. Insofern ist es eigentlich auch uninteressant. Naja, es ist aber irgendwie schön. Wir nähern uns ja langsam der 500er Marke, 5000 Abonnenten Marke, deswegen. Passe. 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 18. Passe. Mich hat vorhin Daniel Döbeln gefragt, ob er mit mir Tandem spielen will. Der hätte sich schön bedankt. Nach 14 Spielen stehe ich minus 160. Das einzige Spiel, was ich gemacht habe, habe ich verloren, ohne Vieren. Und kein einziges umgebogenes. Und wir sind gleich bei Halbzeit. Trümpfe 3-3. Hm. 18. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal zwei 20. Buben bekommen habe. Ja. 22. Wahrscheinlich irgendwann am Anfang. 22. Ja. 24. Passe. Passe. Also am Anfang hatte ich immer gar keinen Buben. Jetzt habe ich meistens einen Buben. Peak. Also wenn Alex Bonetti und wer war der andere Spieler, der mir 10 € gespendet hat,
Muss ich gleich noch mal nachgucken. War das Geldwäscher? Nee, Schalki, Hulk. Hulk war der andere, genau. Dann hätte ich das Turnier nicht gespielt, ehrlich gesagt. Jetzt könnte man mal einen 18? Null reizen. Ja. Ein Verzweiflungsnull. 20? Passe. So wie ich mich kenne, finde ich Passe. Karo König und Herz Dame. Oh, Herz 7. Oh, dann ist es ein Nulle wer. Ganz was Null. Feines. Ouvert. Aber mit Karo und Herz lag ich schon mal richtig. Na, dann bin ich ja immer noch im Minus. Aber nur noch minus 64. Ich kann ja froh sein, dass ich da überhaupt rangekommen bin. 18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, passe. Hallo Stefan, danke für die Good Blood Wünsche. Du bist auch neu. Ja. Kreuz. Hallo, RHE, sei gegrüßt. Krass, ey. Hat der Pik 10 und meine ersten Punkte. Ich bin noch nicht im Plus. Wenn ich das 18. Spiel kriege, dann komme ich ins Plus. Passe. 18. Passe. Oh, der Skat war aber auch wieder richtig scheiße. Drei Augen Herz. gedrückt. Sieben. Siebenundvierzehn. Ach,
Ich habe gerade gedacht, 5 Trümpfe gegen 7 und 14. Einundvierzig, 45, 49, na dann habe ich ja gewonnen. Bei Halbzeit im Plus. 18. Passe. 20. Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. Ich glaube, den muss ich auf Nuller Wehr reizen. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. Passe. Bringt das irgendwas, wie Gas zu drücken? Null, Over. Ja, es müssen alle drei Piken auf einer Hand stehen, ne? Hallo Alex Bonetti. Stehen alle drei Piken auf einer Hand, ey, ist das geil. Natürlich. Naja. Bin ich halt wieder im Minus. Passe. 18, passe. Kreuz. Vierzehn, 34. Ja, den hat er gedrückt. Aber wahrscheinlich hat er die Kreuz 10 eh nicht nach Hause gekriegt. Er hat mit dreien. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Passe. Herz. 14 gedrückt. Vierundzwanzig. Achtunddreißig. Achtundvierzig, 52. 50. Na, guck mal. Wäre ich fast das zweite Mal ins Plus gekommen. Passe. Passe. 18.
Grand. Schwarz mit Zweien. Naja. Achtzehn. Ja. Zwanzig. Ja. Zweiundzwanzig. Passe. Passe. Null. Jetzt sind es wieder 99 Teilnehmer. Er hat wirklich das Ass in der Hand, ey. Damit es nicht so teuer wird, Achim alias Hem 11. Okay, vielen Dank, Achim, für die 10 Euro. Das ist sehr nett von dir. Passe. Passe. Naja, vielleicht komme ich ja vor Spiel 30 noch das zweite Mal ins Plus. 18. Passe. 20. Ja. Passe. Wieder mal eine richtig miese Findung. Aber warte mal, ich könnte natürlich probieren, den Karo zu spielen. Und dann auf Pik und auf Kreuz zu verstechen. Oder ich drücke so und spiele den Karo. Karo. Na, die 10 hätte ich schon mal nach Hause bekommen. 24. Es wird mir nichts angeboten, ey. 34, 37. Achtundvierzig, wenn Herz ausläuft, habe ich gewonnen. Oh, mit Herz 10 sogar. Ja, Spiel 25, das zweite Mal im Plus. Mein teuerstes Passe. Gewinnspiel war bisher Nulle Wehr. Peak. Hier.
25. Schneider. Wo ich Kreuzdame abwerfe und sofort Kreuz Ass rausnehme, darf Malte aber eigentlich nicht Kreuz 10 rauflegen. Passe, passe. 18? Herz. Vierzehn. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Hallo Tobias Bernhard. Grand. Achtzehn? Ja. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Ja. Dreiundzwanzig? Ja. Vierundzwanzig? Passe. Passe. 18? Passe. 20? Passe. Pik. Oh, Herz 7.
Wie nice. Herz 7 hat er da reingelegt. Das ist wirklich cool. Ah, jetzt wird es ja noch eine richtig gute Liste. Ich bin ja schon dreistellig bei Spiel 30. Passe. 18. Passe. Herz. Ich meine, die beiden kommen doch sicherlich beide über 1000. Also für die ist es doch eine gute Runde. Na, vielleicht sogar eine sehr gute Runde. Ist ja alles noch möglich. 1200. Passe. 18. Passe. Karo. Was ist denn das für ein Stich? Der hat Pik Ass und legt die 9 drauf auf mein Ausspiel. Das kann nur bedeuten, dass er extrem trumpfstark ist und nichts riskieren will an Punkten. Aber ich glaube ich eigentlich auch nicht. Was soll das? Hat er ihn erstmal abwerfen lassen, ne? Also mit 2 Buben. Ah, sind beide über 1000. Ich meine, wenn ich Blank Pik ausgespielt hätte, hätte er Pik haben müssen. Passe. Es waren ja 4 Piken draußen. Da nicht Pik Ass zu legen, ist ja wirklich 18. Unglaublich. Passe. Na prima. Kreuz. 7 Augen gedrückt. Wenn ich den verliere, bin ich wieder im Minus. Oh. Rest schenken. Ich wollte hier raufklicken. Dann wäre ich das dritte Mal im Minus. Kreuz ohne 3 sind 96, 146. Ach nee, wäre ich noch im Plus. Da wäre ich sogar noch leicht im Plus. Na, das kann ja mal die Rettung sein. Das Spiel habe ich gewonnen. Trümpfe sind raus, Herz Ass 10 ist raus. Achtzehn. Passe.
Oh, Kai, gut. Passe. Karo Ass 10. 14 gedrückt. Kreuz. Pik 10, Herz, Dame. Fünfzehn, 21, 33. Ah, das lief doch super. Fast Schneider. Oh, das war der Kreuz ohne Dreien vorhin war übrigens mein teuerstes Spiel in der Liste. Also, was ich18. gewonnen habe. Passe. Passe. Grand. Also, es wird jede Serie einzeln bepreist und gesamt auch nochmal.18, passe. 20, ja. 22, ja. Passe. Kreuz. Elf. Einundzwanzig. Oh, sind wir schon raus, 32. Haben wir sogar gewonnen. Haha, zwei umgebogen. 381, 7 zu 2. Bei Spiel 15 stand ich 0 zu 1. Beispiel 18 war ich im Plus.
Dann habe ich gebraucht bis Spiel 25, um wieder ins Plus zu kommen. Also, ja, hätte ich auch erst bei Spiel 30 einsteigen können. Die letzten 6 Spiele. Dann hätte ich. Wie viele Punkte hätte ich dann gehabt? 150, 236, 269. Ja, und dann noch die zwei umgebogenen, oder waren es drei? Ne, zwei. Das sind nochmal 80, ja. Also, genau. Also, ich habe quasi für Nothing gespielt, also die Spiele vorher, ne? Also die Pluspunkte habe ich mir in den letzten 6 Spielen erspielt. So, also ich zeige euch nochmal hier den Turnierablauf. 19:45 Uhr geht's weiter. Und die letzte Serie ist dann um 21 Uhr. Ich werde jetzt noch eine On-Do-Liste spielen. In der Zwischenzeit. Ach, okay, du bist Rollladen. Ah ja. Dann nochmal auf diesem Wege danke für deine Spende. Hawaii. Na? Was macht er denn? Der drückt nicht auf Start. Ja, starten. Hä? Was macht der denn? Ah, jetzt doch. Passe. Passe. Zwei Asse, wow. Passe. 18. Grand. Da zwei Karos gedrückt. Und sieht so aus.
Oh, Schneider hat er jetzt aufgegeben. Das ist ja interessant.18, passe. Peak. Oh nee. Was ist das für ein Scheiß-Ausspiel gewesen? Na gut, zumindest weiß ich. Warte mal, dann hat er, wenn er 10 König in Herz behalten hat, hat er 10, 7 in Kreuz gedrückt. Achtzehn. Ja. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Passe. Pik. Zweimal offen. Ich keinen Stich mehr, hat 18 Punkte und bietet mir an, einfach gewonnen. Das ist echt schon knallermäßig. Passe, passe. Passe. Achtzehn. Herz. Zwei Kreuz gedrückt. Sticht da wirklich?
18, passe. Grand, einmal offen. Passe. Passe. Oh, zwei Trümpfe. Dann hätte ich 8 Trümpfe in Karo gehabt. 18. Passe. Grand. Ja, Kreuz Ass ist blank, Pik 10 ist blank. Mit 4. Wow. 3 Asse. Kreuz Ass, Pik Ass und Karo Ass. Und er spielt mit 4 geschlossen. Das ist krass. Kreuz Ass war blank. Pik Ass hat er sich wahrscheinlich blank gedrückt. Ach nee. Er hat wahrscheinlich 2 Herzen gedrückt. Passe. Passe. 6 volle und ich kann nicht reizen. Oder ich reiz doch. 18? Passe. Nee. Mal gucken, was er spielt oder ob er wieder 4 Jungs hat. Kreuz. Ja, er hat einen 6-Trümpfer, Karo König gedrückt, Pik König zu dritt und ein Herz, Herz Dame hat er noch gedrückt. Fünfzehn. Tja, wie kriege ich ihn dazu, Herz abzuwerfen? Na, spielen wir mal so. Der Pik muss er ja abwerfen. Na, mal gucken, wirft er nochmal Pik ab? Ja, da. Das war natürlich bestens für mich. Passe. 18. Wow, 4 Könige, 2 Damen, 2 Buben, 9 Bilder. Ach nee, 8. Ich habe noch 2 Luschen. 0, 2 mal offen.
Hand. Reiz ich den auch auf 0? 18? Ja, ja. Mache ich. Passe. Zwei schlechte. Da muss er sich entscheiden. Null. Ich habe mich falsch entschieden. Obwohl, er hat 7 und Ass, ne? Und auf Kreuz könnte er theoretisch das Ass wegwerfen. Ja, mal gucken. Also der 0 würde gehen. Ach so, habe ich das Ass auch noch gedrückt? Ach so, ja. Ich habe das Ass gedrückt. Passe. 18. Grand. Passe. 18. So ein Scheißkarte. Mein Güte. Kreuz. Zweimal offen. Vier Trümpfe gegen und er hat nur einen Pik. Und Karo frei ist er auch noch. Oh Gott. Das gibt's doch gar nicht. Wie scheiße kann denn so eine Karte stehen? Wie scheiße kann denn so eine Karte stehen?
Den König hatte ich auch noch gedrückt. Ah, habe ich ganz vergessen. Shit. Es geht gleich weiter. Passe. 18. Och Mann, jetzt mach hin. Grand. Skattisch. Aufgegeben wollte ich schreiben. So. Achtzehn. Passe. Passe. 3. Ich wollte eigentlich noch auf Toilette gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass man so langsam spielen kann. Schon wieder. Zweimal ohne vier. Naja, mal gucken. Ich habe ja keinen einzigen Rang gespielt in der ersten Liste. Karo. Hab keinmal mit Zweien bekommen. Geschweige denn mit Dreien oder mit Vieren. Mal gucken, ob sich da jetzt was ändert. Vier. Da ist den König. Und hat Angst vor dem vor. Ich habe jetzt gedacht, es kommt Herz 10, der siebte Herz. Aber vor Pik hat er, glaube ich, keine Angst. Nochmal Pik und mein Pikas ist weg.
Passe. So, die ersten drei Spiele, kein Buben. Passe. Erinnert mich verdächtig an die erste Liste. 18. Da war, ich weiß gar nicht, ich muss noch mal gucken. In der ersten Liste, wann ich mein erstes Spiel verloren habe, das war ja nicht gleich sofort, das war ja schon ein bisschen gespielt. Ach doch, ne, Spiel 4. Karo. Spiel 4 war mein erstes Spiel. Mein zweites Spiel, Spiel 16. Ui. So, Marco, ich habe meine Frau überredet, dass ich deinen Stream weitergucken kann, anstatt Tatort. Oh, das ist krass. Muss deine Frau jetzt gezwungenermaßen auch Skat gucken? Das ist ja brutal. Ah. Alles falsch gemacht. Auf den eigenen Mann geschnitten. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum da kein Pik kommt, wo ich Pik erst lade. Schneider. 18. Passe. 20. Ja. 22. Vier Spiele. Ja. Passe. Viermal kein Buben. Kreuz. Oh, dafür hat er vier Buben. Sechs Augen mehr, hätte das gereicht? Nö. Jetzt 18. Habe ich mal zwei. Passe. Passe. Oh, ein Bübli. Hinterhand. Also ich habe, warte mal, 20. Ich habe ein besseres Gefühl mit Karo 10 gedrückt. Wobei die Schneiderchance ist so größer. Herz. Aber auch, ja, die Verlustchance ist auch so größer. Na ja, gut, dann wäre es egal gewesen. Dann ist es vollkommen egal. Hab ich Rest. Schneider. Achtzehn? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe. Passe. Kreuz. Ach so, sie schaut alleine Tatort. Na, dann ist ja alles gut. 11. 19.
Ich wechsle mal auf die neue Seite, weil ich mir mal die Statistiken von denen angucken will. Okay, es ist nur ein Fünftrümpfer. Wenn er den sticht, hat er keinen Trumpf mehr. So, ja, er sticht. Jetzt kommt Karo Ass. Jetzt müssten wir eigentlich Rest haben. Er verliert mit 56. So, 18. Statistik. Ocravalo. Ein sehr defensiver Spieler, aber hat erst 345 Spiele. Passe, passe. Larry Kürs spielt ganz gut im Gegenspiel, relativ hohe Grandquote. Bisschen defensiver. Er spielt häufig Hand und häufig Null. Herz. Also Larry ist auf jeden Fall der bessere Spieler. Aber wie gesagt, die Statistik ist nicht aussagekräftig bei so wenig Spielen. Vierzehn und 14 sind 28. Da schneide ich 35, 45, 6 und 50. Ach, reicht leider nicht. Achtzehn, ja, 20, ja, 22, ja, 23, ja, 24, ja, 27, ja, 30, ja, 33, ja, 35, ja, 36, ja, 40, passe, passe. Herz. Herz, ich habe einen Trumpf. Karo kommt raus, wirft der Pik weg. Nach ein bisschen überlegen. Ja, dann spiele ich mal Pik Ass. Schieter. Das war Kacke. Achtzehn. Passe, passe. 13 gedrückt. Herz. Hat er vom König zu dritt wahrscheinlich aufgemacht? Vom König zu viert?
Ist das wirklich wahr? 23, 25. Dreiunddreißig, hä? Warum hat der Pik nicht zurückgespielt? Ah, ist schon komisch. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe. Passe. Grand. Kreuzhand Schneider hätte übrigens genauso viel gezählt. 15, 22, 32, 42. Passe. Passe. 18. Herz. Also in diese Steuerdebatte. Dazu kann ich nur sagen, ich habe noch nie gehört, dass ein Gewinn beim Skat versteuert werden musste. Weil das ist, Skat gilt als Geschicklichkeitsspiel und im Sinne bei Gewinnen gilt es als Glücksspiel. Und wenn man ich muss ja auch meinen Casino-Gewinn nicht versteuern. Oder man kann auch, dann könnte man ja auch seinen Verlust abrechnen. Scheiße, habe ich den wieder Kacke gespielt, ey. Kreuz Ass Laden war Katastrophe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe. Passe. Grand. Weil Gewinn heißt ja, du musst, kannst, also wenn das als, da könntest du so viel abrechnen, wenn das steuerpflichtig wäre, dann könntest du ja die Verluste gegenrechnen und das kann nicht sein. Was meinst du, in meinem Leben müsste ich dann nie mehr Steuern zahlen, weil ich so viel schon verloren habe im Casino. Dann könnte man ja Casino-Gewinne. Also müsste man ja dann auch steuerpflichtig. Also guck mal, wenn du zum Beispiel im Lotto gewinnst, das ist ja auch Glücksspiel, dann ist es so, dass du der Lottogewinn erstmal steuerfrei ist. Das ist ein steuerfreier Gewinn. Und du musst dann Kapitalertragssteuer zahlen auf die Zinsen oder auf die Anlagen. Aber der Gewinn an sich ist erstmal steuerfrei.18. Passe. 20. Ja. 27. Ja. Passe.
Kreuz. Zwanzig. 36. Ah, Herz hat er nicht. Scheiße. Naja, ich mache noch einen Trumpfstich, aber es reicht leider nicht. Passe. Passe. 18. Kreuz. Statt er noch mal Trumpf zieht. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Passe. Grand. Achtzehn? Ja. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Passe. Passe. Kreuz. Gewinne im Glücksspiel sind steuerfrei, natürlich. Boah. Passe. 18. Passe. Kreuz. Nee, da. Ach, das
war erst mein viertes Spiel. Passe, passe. 18? Grand. Passe. Passe. 18? Grand. Doch gar nicht, ey. Ist der Karo frei? Ist ja der Wahnsinn. Der hat beide Buben. 18. Passe. 20. Passe. Kreuz. Ich bin immer noch der Schlechteste. Das ist eine Leistung. Jetzt nicht mehr. 18, passe. Passe. Herz. Ich habe ja Skat habe ich noch nie gehört, dass jemand Steuern zahlt bei Skat gewinnen. Noch nie. Und ich kenne viele Finanzbeamte, die selber Skat spielen. Das hat noch nie hab ich gehört, ja, jetzt musst du aber Steuern zahlen auf den Gewinn. Weil es ist ja eigentlich immer so, es gibt ja kein. Gut, bei dauerhaften Gewinnen mag das anders sein, aber wer hat denn dauerhafte Gewinne? Das sind ja die allerwenigsten. Also ich glaube, die meisten Skatspieler, wenn sie gut sind, machen höchstens plus minus null. Aber dauerhafte Gewinne, das sind doch 18? Die allerallerwenigsten. Passe, passe. Wenn ich zu einer Weltmeisterschaft fahre, und habe Kosten für die WM, wenn die jetzt, sagen wir mal, die findet in Namibia statt oder die findet irgendwo in USA statt oder so. Da sind alleine die Kosten, um daran teilzunehmen, über 2.000, 3.000 Euro mit Hotel, mit Unterkunft, also mit Verzehr, mit Getränke. Dann kommt das Startgeld dazu, da kommt das Paket, das WM-Paket dazu.
Dann kommt die verlorenen Spiele kommen noch dazu. Da bist du erstmal bei zwischen 2.000 und 3.000 Euro los. Und um da ins Plus zu kommen, musst du ja wirklich ganz vorne landen. Da musst du ja schon fast Weltmeister werden. Also die Leute, die unter den ersten 10 sind, die sind höchstens dann plus minus null. Passe. Achtzehn? Ja. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Ja. Passe. Grand. Passe. 18? Ja, passe. Kreuz. Achtzehn? Passe. Passe. Ich habe alleine drei Finanzbeamte in meinem Verein und einen in meiner Mannschaft. Nee, vier. Also einen Ex-Finanzbeamten, ja. Die kann ich fragen. Die werden mir das erzählen. Also natürlich besteht wahrscheinlich Karo. darauf, dass es dauerhafte Gewinne sind. Ne? Also und wie gesagt, das sind die allerwenigsten. Achtzehn? Ja, passe.
Passe. Null. Auvert. Passe. 18? Ja. Passe. Grand. Passe, passe. Achtzehn? Tobias, bist du dir sicher, dass Eddie arbeiten geht? Grand. Also ich höre das erste Mal. Also ich habe noch nie gehört, dass Eddie arbeiten geht. Wie ich es immer schaffe, die Spiele auf 89 zu bringen, ne? Das ist schon geil. 18? Passe. Zwanzig? Ja. Passe. Kreuz. Ja, das ist die beste Karte natürlich. Er hat im ersten schon Pik gestochen, dann Pik 10 vorspielen, ist sowas von Knaller. Absolut der Knaller. Achtzehn, passe. Passe.
Grand. Passe, passe. 18? Grand. Achtzehn. Ja, 20. Passe. Passe. Kreuz. Also ich würde fast wetten, dass der ehemalige Skat-Europameister und Skat-Weltmeister Detlef Plevnia nie Steuern gezahlt hat auf seine Skat-Gewinne. Der hat mal bei einer Weltmeisterschaft in Kanada ein Cadillac gewonnen. Das war der erste Sonderpreis bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, das war 1984 oder 1900. Oder 1986, irgendwie in den 80ern war es. Müsste man mal googeln, ob man das rauskriegt, wann Detlef Plevnia Skat-Weltmeister war. Das war auf jeden Fall in Kanada, ich glaube Toronto. Achtzehn, passe. Zwanzig, passe. Herz.
92 war das. Nee, warte mal. Detlef Plevner WM 1990. Surfer Paradise. Montreal. Montreal 1992. Warte mal. Da muss ich mal gucken hier. Einwilligen. Kanada. Weltmeister. Kanada. 1992 ist Detlef Plevne ja Weltmeister geworden. In Montreal. Larry Sticht. Der muss doch noch. Hat der etwa den anderen schwarzen Buben? Es ist doch noch ein schwarzer. Also entweder Pik oder Kreuzjunge ist noch drin. Also ich würde sagen, dass er ihn hat. Da sage ich doch, Kreuzbube ist noch drin. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Kreuz. 7 gedrückt. Hier. Fünfzehn. Ich habe 28. Und die haben 20. Ich habe 34. Achtunddreißig. Achtundvierzig. 51. 55. 65. 76. Achtzehn? Ja. Passe. Passe. Grand. Also ich habe gerade gelesen, dass 2010 hat Detlef Plevnia das Turnier des Guardmasters gewonnen. Da gab es dann 25.000 Euro. 2010 war das. So, letztes Spiel. Passe. 18. Passe.
Grand. Vielen Dank, Uwe. Steuerfrei. Der fünfte MP. Immer abwechselnder abgeworfen. So, es geht in 24 Minuten weiter. Die Liste ist abgerechnet. Und diesmal werde ich was gewonnen haben. Ich gehe erstmal auf Toilette. Ja, Glückwunsch, Kai, ne? So, da bin ich wieder. Zweiundzwanzig Minuten Zeit für 18 Spieler und Dö. Neuer an Dö-Tisch. Wer war das denn? Hawaii? Ist er noch da? Nee, ein Glück. So langsam, wie der gespielt hat. Spieler am Tisch. Wie heißt der? MBJ70. Noch nie gelesen den Namen. MBJ70. Naja. Passe. Passe. Kreuz Ass 10 im Skat. 18. Grand, zweimal offen.
MBJ70. 18, passe. Herz. Fünf Trümpfer. Och, es fehlen zwei Kreuzen. Es fehlt ja alles, ne? Dann wird er Kreuz gedrückt haben. Pik 10 oben gelassen. Ach, ich spiele genau das falsche Ass aus. Aber wenn er zwei Kreuzen gedrückt hat, hat er ja Karo 10 auch oben. Dann wird er den ja auch verlieren. Muss mir jetzt Karo Ass blank stellen. Passe. 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 18. Grand, zweimal offen. So, ein Herzstich mit 15, ein Kreuzstich mit 14 Schneider. Achtzehn, passe. Null. Ja, es geht auf Herz. Auf Kreuz kann er Herz abwerfen, dann kann ich Herz 8, 9 spielen. So viel Herzen kann er nicht drücken. Es sind ja 8 Herzen drin. Passe. 18. Kreuz. Na, mal gucken. Ich mache keinen Trumpfstich. Herz hat er Ass 10 blank, Karo wahrscheinlich beide gedrückt und Pik 10 oben. Ja, dann müsste ich aber mit Pik rauskommen. Gewonnen. Passe, passe, passe. Läuft. 18. Ich mache überhaupt kein Spiel. Oh. Peak. Felix ist auf den Kanaren. Oh, der könnte aber ohne Vieren. Aber sechs Trümpfe. Was hat er denn da gedrückt? Herz, Ass hat er blank. So viel ist schon mal klar.
10 König Lusche, er wird beide Karos gedrückt haben. Und Kreuz dagegen. Kreuz abgeworfen. Dann hat er noch 10 König. Und noch 2 Trümpfe. Kriegt er ja nichts mehr jetzt. Ach doch. Achtzehn? Ja. Passe. Der reizt einfach jedes Spiel. Pik, zweimal offen. Okay, der Schneider. Ich krieg seine Trumpf 10. Er kriegt 2 Trumpfstiche. Das war's. Passe. 18. Grand. Gegen 3 Buben. Was hat er da gedrückt? Also jetzt hat er schon mal 24. Karo 10 könnte er gedrückt haben. 34. Naja, wenn er noch ein Bild mitgedrückt hat, hat er ja gewonnen. Ja, hat er gewonnen. Zweiundsechzig. Passe. 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 18, passe. Pik. Na klar, dass er Karo Ass hat. Und Herz Ass steht blank. Und er kriegt auch noch Trumpf Ass. Mensch, ist das eine Hä? Er hatte noch einen Trumpf. Ach so, er musste den ersten gar nicht einstechen.
18? Passe. Och nee, ey, wie kann man so finden? So blank, ja, das ist so ein König. Ist das geil. Ah, wie scheiße. Da muss ich ein Kreuz spielen. Drei Augen gedrückt. Herz. Kreuz. Den werde ich nicht gewinnen. Ach, gegen fünf Trümpfe. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Wer hat Pik, Junge, blank? Hätte ich mal zwei Karos gedrückt. Mist. Oder ein Karo geschnitten, hätte ich auch mehr gekriegt. Passe. Ich muss ja 18 sagen. Ah, Karo einfach verloren. Karo überreizt. Passe. 18? Pik, zweimal offen. 25 Schneider. So. Wie viele Punkte habe ich gemacht in der zweiten Runde? 1202. So, nochmal zu dem Null, den ich gestern gewonnen habe hier mit der Karte. Gedrückt war Karo Bube und Kreuz Ass. Kam raus, ich war in Mittelhand, kam raus, Kreuz Dame, glaube ich. Ja, ich glaube Kreuz Dame. Ich bediene Kreuz Lusche, hinten Kreuz Ass. Dann kam Kreuz 10 nach. Vorderhand wirft ab, Pik Ass. Dann kam Kreuz König nach. Vorderhand wirft ab, Pik 9. Und ich habe Karo 10 abgeworfen. Dann kam Karo 9. Karo Dame.
Ich die 8, dann kam Karo 7, da habe ich dann Herz Dame abgeworfen. Und der hatte aber kein Karo mehr, ne? Also, wenn der Spieler, der dem in die Karten geguckt hat, hat gesagt, er hätte, nachdem er Kreuz übernommen hat, sofort seine blanke Karo 9 gespielt und dann hätte ich verloren natürlich, ne? Weil dann hätte er übernommen und hätte gleich die Karo 7 nachgespielt, ne? Naja, also der wäre in jeder Farbe wahrscheinlich drin gewesen, außer ein Kreuz, der 0. Gestern. So, mal gucken. Ja, wir fangen mal hier an. Ich spiele mal hier jetzt auf der Seite, zumindest am Anfang, um mir die Dings anzugucken. Achso, ein Spiel war auch geil, was ich hatte. Jetzt muss ich mal überlegen. Ups. Skat. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich hatte. Das sind 7 Karten. Neun, zehn. So hatte ich die Karte. Ich zeige es euch mal kurz. Ich war in Hinterhand. Prozent, dass man diesen Grand gewinnt. Jetzt lag im Skat. Ich habe das Spiel bei. Tja, ich glaube, ich habe hier eine Sprungreizung gemacht. Ich glaube, ich bin auf 40 gleich gegangen und habe das Spiel gekriegt, aber bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall kriege ich das Spiel. Das war das schönste Spiel des gestrigen Tages. Also mein schönstes Spiel. Jetzt nehme ich den Skat auf und finde Kreuz Bube und Karo 7. Und habe dann die 2 gedrückt und habe dann Grang mit 4 in Schwarz gewonnen. Witzigerweise. Nur 99,8% wurde der gewonnen. Das ist natürlich ganz witzig. Ja, wahrscheinlich diese 0,2% falsch ausgespielt oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie man den Grang verlieren kann. Ach so, ja, nee, falsch bedienen geht ja beim Online-Skat gar nicht. Man kann höchstens, ja, auf Kreuz Ass 10 Karo Ass abwerfen und auf Pik Ass 10 Karo 10 vielleicht. Dann haben sie mit 2 Stichen gewonnen. So, ach, die Preise sind da. Dann können wir mal gucken. Zweite Serie, Turniere. Big Bonus Turnier. Warte mal. Erste Serie ging der letzte Preis weg mit 1029. Zweite Serie ging der letzte Preis weg mit 1114. Ja, Glückwunsch, Kai. Was habe ich? Ich hatte 12,02. Ja, ich habe das gleiche gekriegt wie du auch, 10 Euro. Ab 12,43 gab es 10,50. Ja, Gesamt. Oh, der erste hat schon 3000. Der letzte Preis steht bei. Ach so, wie viele Leute kriegen denn überhaupt einen Preis? Wahrscheinlich 33, ne? Der letzte Preis wäre dann 2000, 2041. Und ich stehe bei 1500 ungefähr, ne? 1000.
500, hier 1589. Das heißt, ich spiele mit Holger und Fisili oder so ähnlich. Relativ offensiver Spieler. Und Holger. Wo ist denn der? Der ist gar nicht da. Ups. Ist der schon am Tisch? Das kann doch nicht sein. Ach, der wird mit einer Zahl am Anfang geschrieben. So, wo klickt man denn hier auf Starten? Tisch verlassen? Was ist denn das? Wo muss ich denn jetzt hin? Chat? Ergebnis? Ach so. So, Hinterhand. 18. Gleich 0 verlieren? Nö. Passe. 20. 12.000 Spiele, Ja. 37,5. Passe. Hä? Hier ist. Ach so. Wow, der ist ja offensiv. 37,5%. Vier. Boah. Da werde ich wohl nicht an viele Spiele kommen. So, 37 So. zu 35, da bleiben für mich ja nur ungefähr 27 übrig, 27%. Na, mal gucken. Okay. Also Karo scheint da gedrückt zu haben. Das Ass. Pik hat er die 10 in der Hand gehabt. Der hat aber keinen Pik weitergespielt. Hat er den Karo König? Er hat auf jeden Fall. Pik werde ich ihn auf jeden Fall einspielen. Also wenn, dann muss ich Karo spielen. Der Karo König auch. Scheiße. Das ist ja schon mal ganz schön brutal, das erste Spiel. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. Also bei den beiden 27? Ja. 1500 zu spielen, Passe. halte ich für Passe. unmöglich. Mit 37, wir haben ja schon den ersten Gang gesehen, was das für eine Gurke war. Kreuz. Zwei. Ja, da wird natürlich geschnitten, was das Zeug hält. Ja, Pik war die Farbe, die ich hätte anspielen sollen. Mist.
muss doch ein Bretter-Paul rein. Hat er nichts mehr? Eine Dame. Naja, Gegenspiel ist nicht so. 18. Passe. Passe. Grand. Ich putze mir mal die Nase und stelle das Mikro aus. Ist ja schon wieder merkwürdig, wie lange der braucht fürs Ausspielen. What?18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. Passe. 27 Passe. Jahre und passe? Was ist denn das? Hat er wirklich ein Karo gereizt? Sollte das wirklich der Fall sein? Herz. Wieso hat er denn Karo König reingetan beim ersten Mal? Karo 10 hatte er, Herz Bube hatte er. Ich glaube, den Karo hätte ich gewonnen. Es 18, ist, bei solchen Reizern passe, zwanzig, macht es keinen Sinn, ja, ein anderes 22, Spiel zu ja, spielen wegen der 23, Reizung. passe. Macht es wirklich keinen Sinn. Grand.
Passe. Passe. 18. Grand. Also Gegenfarbe kennt er schon mal, das ist gut. 22. Passe. Passe. 18. Wow. Grand. Oh, drei Buben dagegen. Krass. Dann habe ich ja Scheiße gedrückt. Null Augen gedrückt. Hätte ich mal besser. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Passe, passe. Passe. Grand. Also gerade war ich schon mal sehr überrascht. Also für jemanden, der 35% Spielanteil hat, dass er mit drei kleinen Buben keine 18 sagt, das ist schon sehr bezeichnend. Hätte ich nicht erwartet. Naja, wir sind aus dem Schneider. Ich meine, das Positive ist, dass ich in der Liste schon drei Grangs gewonnen habe und bekommen. Das sind schon drei Grangs mehr, wie ich in der ersten Liste gespielt habe. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja.
35, ja. 36, ja. 40, ja. 44, ja. 45, ja. 46, ja. Passe. Hat er wirklich Nulle Wehr gereizt? Ich habe Pik 7 und Herz 7 und bin Kreuz frei. Schwierig. Vielleicht hat er aber auch was anderes gereizt und hat abgebrochen. Grand. Herzbube, er könnte ein Kreuz gereizt haben ohne zwei in Hand. Ich weiß nicht, was er da jetzt überlegt hat. Bleibt bei 53. 18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. 33, ja. 35, ja. 36, ja. 40, ja. Passe. Karo, Hand. Ich wollte den Grand Schneider spielen. Normalerweise drücke ich natürlich Pik 10. Ist ja klar, von Ass-König-Dings. Aber bei Passe-Passe habe ich niemals damit gerechnet, dass da drei Buben auf einer Hand stehen. So, warte, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Geben, hören, sagen. Mehr sagen. Er hat ihm 40 gesagt. Er spielt Karo Hand, okay. Na, ist das ein Scheiß. Hat er kein Herz. Ich habe gedacht, er hätte eine Herzlusche. Upsi. Das ist ja schon mal schön. 15. Sticht den Herzen nochmal. Kreuz wird er ja nicht auch noch stechen. Jetzt kommt Trumpf. Ach, der ist ohne Dreien. Da muss man erstmal drauf kommen. Tja, was mache ich denn jetzt? Eigentlich müsste ich den mit dem Buben stechen und die Dame spielen. Wieso hat der denn jetzt mit dem Buben gestochen? Pik Lusche liegt tatsächlich. Ist ja merkwürdig. Wenn er Herz Ass gespielt hätte, hätten wir gewonnen. Herz Ass hätte ich gestochen mit dem Herz Buben und den hätten wir gewonnen.
Aber Kreuz König. Können wir nicht gewinnen. 18, passe, 20. Ja, 22, ja, 23, ja, 24, ja, 27, passe. Herz. Ist kein guter Herz. 27er Reizung ist auch gefährlich. Ich weiß gar nicht, wie ich mit Trumpf starten soll. Ich glaube, ich spiele mit Her starte mit Herz Dame. Es kommt Kreuz raus nach so langer Überlegung. Ja, den muss ich mitnehmen. 18, was habe ich gedrückt? 4, 22. Der hat Karo Ass. Komme ich ja nicht drauf. Und Karo 10 auch noch. Das gibt's doch gar nicht. Oh, 62, ja, so ein Glück, dass er Pik Ass nicht gespielt hat. Ui, 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 ui. 18, Klar, passe, Krang mit rein. Ja, Hand kann ich nicht passe, spielen wegen der blanken 10. 13 gedrückt. Grand.28. Bin den. 32. 14. Das sieht ja gut aus, Schneider. Rang mit 3 und Schneider. Von den 5 Spielen, die ich gewonnen habe, waren 4 Grands. So, eine Minute. Was macht man denn in einer Minute? Sich die Nase putzen? Ich glaube, die Minute ist schon vorbei. Achtzehn, Nee. passe.
Der hat sich auch eine Minute genommen. Und noch eine extra Minute. Passe. Ja, das war lang. Ich bin in Vorhand. Was hat diese? Naja, ich vermute mal, das hat gar nichts zu bedeuten, dass er so lange gebraucht hat. Herz. Herz. Der schneidet sowieso, wenn er Pikas besetzt hat. Das macht eigentlich keinen Sinn. Oh doch, nee, er hat er jetzt gleich rausgenommen. Dann hat er das Ass auch wahrscheinlich blank. Gut, nehmen wir mal mit. 8. Warum spielt der so langsam? Drei Buben. Jetzt verzögere ich mal. Karo hat er nicht. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wieso jetzt Karo Ass? 7 Augen noch mal verschenkt. 18? Ja. 20? Ich habe extra ja. Verzögert. 22? Oh. Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. Passe. Passe. So, 36 von ihm gereizt. Aber höchstwahrscheinlich eine Kreuzreizung. Einfach Hand oder ohne Zweien oder mit Zweien. Ne, mit Zweien wird er nicht haben. Der wird entweder ohne Zweien oder einfach Hand. Der wird mit Zweien haben. Haben sie vielleicht beide ein Kreuz? Er drückt nochmal um. Grand. Ja. Okay. Ich werf gleich mal den Kreuz weg. Oh. 17. Tja. 17 und 22 sind 39. Neunundvierzig, 53. Ich mache noch einen Pikstich. Ja, haben wir gewonnen.
Jawohl. Vierzig hat er gekriegt bei dem Rang. 18? Ja, 20, ja, 22, ja, 23. Passe. Passe. Vierzehn gedrückt. Grand. Karo-König, Pik 10. Der hat eine Pik-Reizung hier. Er wird wahrscheinlich unter Pik Ass rauskommen. Er hat Pik Ass gar nicht. Vielleicht, warte mal, ich habe jetzt 35. 46. Ah, jetzt habe ich gewonnen. Das kann ich auch einen Jungen spielen. Ah, er hat wirklich beide Jungs. Er hat wirklich die beiden Jungs. Und Karo 10 blank. Tja, dann hätte ich Schneider gewonnen, wenn ich Karo Ass spiele. Tja, so ist das im 18. Leben. Passe. Passe. Karo. Das war auch ein guter Zug gerade. Er hat noch Pik Ass, er spielt Pik König. Und der bedient. 18. Passe. Passe. Karo. Ach, der hat Herz blank ausgespielt und der hat 10 König gedrückt. Oh Mann, ey. Da komme ich ja nicht drauf.
Na, das war ja eher nicht so schön. Passe. Der hat ja nur Müll dabei 18. gehabt. Passe. Ja, das Spiel, was ich verloren habe, habe ich ja schon auf die Reizung Ja. verloren. Ich spiele ja ein Karo. Ich habe 5 Trumpf Karo mit 2 Asse dabei. Und jetzt reizt der 27 und passt. Und deswegen spiele ich ein Herz. Und daraufhin verliere ich. Ja. Achso, ich bin gar nicht Ausspieler. Er wirft ab. Dann wirft er nochmal ab. Wer auf 14 abwirft, der wirft auch auf 10 ab. 24. Oh, mit 4. Krass.18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. 40? Ja. 44? Ja, Passe. einer reizt Nulle 45? wäre. Ja. 46? Ja. 48? Ja. Oh, dann hat einer Nulle wäre Hand. Passe. 48er Reizung, dann gepasst. Was kann? Null, Auvers, Hand. 7. Naja, gewinnt er natürlich.18. Ja. Beide reizen. Wow. Ich habe 3 Asse, eine 10, die Vierzig. Mitteljungs. Passe. 44. Ja. 45. Ja. 46. Passe. Sechsundvierzig gepasst. Was ist denn das schon wieder? Oh. Ja, auf jeden Fall werde ich Karo so machen. Grand. Besser geht's ja nicht. Ausspiel Pik König ist das beste Ausspiel. Jungs verteilt ist auch perfekt. Jetzt kommt Herz. Tja. Ist scheiße. Tja, ich weiß es nicht. 6.16. Oh. Dann bleiben sie Schneider 30. Oh, er ist kreuzfrei. Ja. Schiete. Dann hätte ich beide Kreuzen drücken müssen. Aber dann wäre die Gefahr gewesen, dass. Ach so, er kann ja kein Kreuz ausspielen. 18? Ja, passe. Dann hat er ein Kreuz ohne dreingereizt, wo ich 5 Trümpfe Passe. gegen hatte. Vermutlich. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, was er gereizt hat.
Grand. Der scheint ohne Zweien zu sein. Was? Herz 7? Auf mein... Also, verstehe ich ja überhaupt nicht. Hä? Hä? Herz 7? Was hat das zu bedeuten? Und dann kommt Herz Dame. Oh Gott, und jetzt sticht er den ein. Oh Gott, was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Grauenhaft. Grauenhaft. Herz 7 haut er da rein. Uff. Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Passe. Pik, Hand. Ach, die blanke 10. Wie geil. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. Passe. Grand. Holger weiß, ah, er sticht den ohne Vieren, ist er okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Jetzt Peak. Peak. Den hat er doch gut gespielt, der Holger. Was Schneider. Das war Pik Ass im Skat, hat er mir schön kaputt gereizt. Der hatte ja nichts. Der hatte ja überhaupt nichts. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe. Passe. Grand.
Ja, das war gerade so geil. Bei auf meinen Abstich. Was soll denn das jetzt schon wieder? Will er mir damit Herz Ass anzeigen? Ich guck mal. Es ist nicht normal. Was soll das? Was soll diese Dame? Es kann doch nicht sein. Passe. 18, passe. Kreuz. Passe. 18. Passe. Grand. Ach, da ist noch ein Kreuz. Da hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Achtzehn. Passe. Passe. Herz. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich glaube Karo Dame und Pik König, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube sieben Augen. Mensch Kai, das ist doch super. Glückwunsch. Hast du dreimal über 1000 gespielt, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe. So, das waren 11, 18. Upsi. 28. 34. 45.
59. Ah, er hat die letzten Trümpfe. Er hat Kreuz Ass Blank. Oh, scheiße, den habe ich aber kacke gespielt. Ich habe mir den selbst verloren, oder? Oh, er hat noch Kreuz. Ah. Ist ja merkwürdig. Passe. 18. Pik 10 hätte ich beim König stechen müssen. Passe. Ah, naja. Ich habe ihn gewonnen. Grand. Hat er Pik 10 gedrückt? Nee, der steigt nicht mit der 10 auf den König. Ey, das ist unglaublich. 18. Passe. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. Passe. Grand. Mit 23 kommt er mit Pik raus. Ey. Selber ein Ass. Ich glaub's ja nicht. Der hat nur einen Buben. Ist ja lustig. Ah. Passe. 18. Passe. Karo. Zweimal gestochen, einmal gezogen. Hat er keinen Trumpf mehr? Der hat doch einen Trumpf. Warum? Naja, gut. Er muss doch stechen. Kreuz Junge ist doch noch draußen. Naja. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 36, ja. 40, ja. 44, ja. 45, ja. 46, ja. Passe.
Es ist so geil. Ich bin zwei Karos. Eieieiei, jetzt muss ich krank spielen. Grand. Immer noch mit 60 zu verlieren. Jetzt habe ich ihn gewonnen. Achtzehn, passe. Zwanzig, ja. Zweiundzwanzig, ja, passe. Grand. Jetzt. Scheiße, Kreuz 10. Nein, doch nicht Pik wegwerfen. Karo musste doch wegwerfen. Passe. Passe. 18. Peak. Mit Vieren, ui. Sieben Trümpfe mit Vieren. Immer ein Trumpf Leerzug. Passe. Passe. 18. Karo. Bube gleich.
18? Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. Passe. 781 in Spiel 35. Er braucht 400, naja, sagen wir mal 300 Punkte in den letzten beiden Spielen. Kreuz. Ja, es kommt auch niemals nach der Reizung raus. Niemals. Das ist er. Achtzehn. Passe. Passe. Dreizehn, 25. Ich glaube, ein Herz einfach. Das reicht nicht. Grand. Drei Buben. Ja, ich habe gewonnen. Zweimal mit einem Jungs gegen drei Jungs. Vierzehn, 23. So, was habe ich denn jetzt zusammen? Ach Mann, Stell. Also 387 plus 1202 plus 1423. Ach, das wird auch nicht reichen, glaube ich. Aber es kann reichen. Wir müssen abwarten. Da bleiben wir noch mal dabei. Huch. Was ist denn das? Sind die... Wir waren der letzte Tisch. 16 Euro. Neuer Andö-Tisch. So, wo ist die Gesamtwertung? Hier. Tja, ich glaube, Rennschuh ist der letzte, 3043. Ja. Ja, lässt sich halt nicht ändern. Gesamtwertung, kein Preis.
Naja, okay. Dann war es das von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und Glückwunsch an Kai. Danke nochmal an die ganzen Spender. Also mit den Spenden. Hä? Meldung geht raus? Okay. Interessant, Holger. Na gut, okay, also. Hat Fisil 5 verloren oder hat Holger 5 verloren? Ah ne, Holger hat 2 verloren, ja. Na gut. Also, ich sag gute Nacht. Also dann, schlaft gut. Neuer an Dötisch. Ciao.